schön, dass sie da sind alle. Glamsmas. Ich bin froh, dass ich heute wieder, es wird der Breirosel, vor Ihnen stehen darf. Wir waren heute Vormittag in der Festleitung beim RAW auf dem Oktoberfestgelände und haben unser Konzept für 2023 vorgestellt. Wir haben viel versprochen für 2023, haben auch die Zeit genutzt und haben uns sehr, sehr gut vorbereitet. Wir haben einen Stab von hervorragenden Fachleuten gewonnen, die uns zur Seite stehen, schon in der Vorbereitung und natürlich in der Durchführung des Oktoberfests. Begrüßen möchte ich Herrn Professor Dr. Mayer von der TU München für Lebensmittelrecht, das sogenannte APATE für das Hygienekonzept in der Freirosen. Jedes Konzept ist so gut, wie man es umsetzt. Stellvertretend für unser Küchenteam, unser Küchenchef vom Oktoberfest, Burkhard Metz, der uns auch neue technische Innovationen aus unserer Küche berichtet. Für Sicherheit und Ordnung stehen Herr, wie schon vorgestellt, Herr Manuel Ivancic von der Firma Paxus und Herr Fabian Schäfer von der Firma F-Quadrat, der uns für uns erzählt ein eigenes neues Sicherheitskonzept erarbeitet hat. Das Wohlfühlen für unsere Gäste geht ja schon lang vor der Wiesn los. Und zwar mit den Reservierungen. Für die reibungslosen Umsetzung für die Reservierungen ist verantwortlich Franziska Kohlpeintner. Für das professionelle Reservierungssystem, die Voraussetzung dafür, ist der Herr Dr. Dominik Pfeiffer von der Festzeltruis. Abschließend werden wir dann noch weitere Neuigkeiten in der Breurusel erfahren von der Franziska.